Wir kommen nun zum Formatieren in Pivot-Tabellen. Bisher haben wir immer nur die Werte reingezogen bzw. unsere Pivot-Tabellen erstellt. Nun wollen wir sie ein wenig auf Vordermann bringen, dass wir sie auch schön in Dashboards beispielsweise einbauen können oder sie einfach ein wenig ansprechender aussehen. Wir sind wieder zurück in unseren Daten und unserer bereits erstellten Pivot-Tabelle mit unseren Filtern hier rechts. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, wie wir die Pivot-Tabelle verschieben können. Ihr seht schon, wenn ich hier eine Spalte anklicke, wird alles markiert und ihr könnt hier einfach, sofern dieser Vier-Pfeil hier entsteht, könnt ihr die Pivot-Tabelle nach oben und unten verschieben. Das ist teilweise nicht ganz so einfach und teilweise werden da auch Fehlermeldungen geworfen. Deswegen hier noch einen zweiten Weg habt, indem ihr oben die Pivot-Tabelle verschieben könnt und jetzt einfach einen neuen Zellbezug eingehen könnt, beispielsweise L4. So können wir die ganze Tabelle auch verschieben. Das zweite, was wir uns anschauen wollen, ist ähnlich wie bei normalen Tabellen, können wir hier auch einfach oben über diesen Entwurf können wir hier Farben für unsere Pivot-Tabelle auswählen. Was auch immer wir da bevorzugen, ich nehme jetzt einfach mal ein wenig Grau, können wir hier unsere Farbwahl ändern. Analog gilt das gleiche für die Datenschnitte. Auch hier könnt ihr dann beispielsweise, wenn ihr das einheitlich haben wollt, die Datenschnitte in Grau färben. Das nächste, was uns hier stört, sind diese Zeilenbeschriftung und Spaltenbeschriftung als Text. Dafür gehen wir hier in unsere Tabelle einfach einmal rein, können hier auf Analysieren gehen und ihr seht hier schon, Feldkopfzeile ist aktiviert. Wenn ihr das Ganze deaktiviert, seht ihr, dass diese Spalten- und Zeilenbeschriftung, die uns keinen weiteren Mehrwert liefern, verschwinden. Analog könnt ihr hier die Schaltflächen aus- und einblenden. Was sind Schaltflächen? Schaltflächen sind diese kleinen Hebel hier, mit denen ihr auf- und zuklappen könnt. Das heißt, ihr könntet beispielsweise verhindern, dass diese Schaltflächen angezeigt werden und ihr seht, sobald ich hier diesen Schalter hier deaktiviere, verschwinden hier auch sofort die Schaltflächen. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, sind die Zahlenformate. Das sieht ja nicht sonderlich schön aus im Moment und auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr hier alles markiert und wie ihr es bereits kennt, hier über das Startsymbol die Zahlenformate ändert. Meiner Meinung nach eleganter ist es jedoch, wenn ihr hier unten über die Wertfeldeinstellung geht, also ihr geht in eure Werte rein, klickt hier das reingezogene Feld an, geht auf Wertfeldeinstellungen, Werte anzeigen als und jetzt könnt ihr hier auch das Zahlenformat bestimmen. Nun könnt ihr hier reingehen und sagen, es ist eine Währung beispielsweise. Ihr wollt keine Dezimalstellen anzeigen und wir bestätigen das Ganze, bestätigen und ihr seht, nun wird das Ganze als Euro mit tausender Trennzeichen angezeigt. Also ein wenig eleganter und man kann hier ganz genau ablesen, was das nun ist. Eine weitere schöne Eigenschaft, die der Übersichtlichkeit dienen kann, ist, indem wir hier Leerzeilen nach unseren jeweiligen Elementen einfügen. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Leerzeile einfügen, seht ihr, dass ihr nun die Elemente hier ein wenig besser voneinander getrennt habt, was der Lesbarkeit auch ein wenig helfen kann. Was weiterhin stören könnte, sind hier diese Ergebniszeilen und Spalten, die wir nicht unbedingt brauchen. Da seht ihr hier auch schon Gesamtergebnisse und ich kann sie für Zeilen und Spalten deaktivieren. Ich kann nur die Spalte oder auch nur die Zeile deaktivieren. Wenn ich jetzt das beides deaktiviere, seht ihr hier, dass wir keine Gesamtergebnisse mehr haben. Gleiches könnt ihr für die Teilergebnisse machen. Also wenn ihr die Teilergebnisse gar nicht anzeigen wollt, dann Teilergebnisse sind hier beispielsweise von Donut. Das heißt, wenn ich die gar nicht anzeigen will, dann seht ihr, dass sie hier verschwinden. Ich könnte die Teilergebnisse auch unterhalb der Gruppe anzeigen, was eventuell mehr Sinn macht der Lesbarkeit halber, weil dass man erst die eigentlichen Werte sieht und dann das Gesamtergebnis. Ich füge jetzt hier aber mal die Gesamtergebnisse wieder ein, weil die in unserem Fall ja eigentlich schon Sinn ergeben. Wir machen jetzt aber einfach mal nur für die Spalten und ihr seht die Spaltenergebnisse hier unten, also die jeweiligen Q1, Q2 Ergebnisse. Für die nächste Eigenschaft brauchen wir immer ein bisschen mehr Platz. Ich füge uns hier mal noch zwei Leerspalten ein. Weil was wir auch machen können, ist, wenn wir beispielsweise
das hier nicht untereinander anzeigen wollen, sondern wir wollen Donut haben und rechts daneben unsere vier Gebiete oder Regionen. Das können wir machen, indem wir den Berichtslayout ändern. Ihr seht hier mehrere Möglichkeiten. Was ich da meistens benutze, ist die Tabellenform, weil es einfach ein wenig lesbarer ist, dass wir jetzt hier den Donut haben und die vier Gebiete quasi nebeneinander angezeigt haben. Was wir auch machen können, ist nun Donut hier vor jede der Regionen zu schreiben, indem ihr wiederum auf das Berichtslayout geht und hier auf alle Elementnamen wiederholen. Jetzt seht ihr, dass wir hier überall Donut angezeigt bekommen und jeweils die Region, in der er sich befindet. Das letzte, was wir uns noch anschauen möchten, ist, wie wir hier die Überschriftennamen ändern können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Summe von Verkaufsgebiet, Summe von Verkaufspreis. Wir könnten jetzt hier reingehen und ihr seht schon hier oben, haben wir auch diese Summe von Verkaufspreis. Wenn wir jetzt einfach nur Verkaufspreis hinschreiben wollen, können wir diese Summe von löschen. Okay, weil das ein Name ist, geht das so nicht. Dann schreiben wir jetzt einmal Verkaufspreis in Euro. Wenn wir das Ganze bestätigen, seht ihr jetzt Verkaufspreis in Euro. Ihr dürft also nicht eure Spalte so nennen wie eine Spalte, die ihr hier reinziehen könntet. Eine letzte schöne Eigenschaft, die wir nutzen können, ist, dass in Pivot-Tabellen weiterhin bedingte Formatierungen möglich sind. Wenn ihr jetzt also beispielsweise hier die Werte alle markiert und auf bedingte Formatierung geht und beispielsweise eine Farbskala benutzt und eine grün-gelb-rot-Farbskala, macht es nicht so viel Sinn, wenn ihr die Teilergebnisse drin habt. Die nehmen wir jetzt hier nochmal raus. Und auch hier nehmen wir die Teilergebnisse raus. Und jetzt wird euch einfach angezeigt, wer in welchem Monat bzw. in welchem Quartal die höchsten Einnahmen hat, farblich markiert. Ihr seht also hier, die 23.000 ist die größte Zahl, die ist sehr grün hinterlegt, wohingegen hier unsere 220 relativ klein erscheint, weil sie sehr rot hinterlegt ist. Ihr könnt also weiterhin schön formatieren, wie ihr es haben möchtet, auch in Pivot-Tabellen. Damit schließen wir jetzt hier dieses Formatierungsvideo ab. Ihr habt jetzt die wichtigsten Eigenschaften von Pivot-Tabellen hier gesehen und seid jetzt gefragt, einmal ein wenig selber mit Pivot-Tabellen rumzuspielen. Viel Spaß dabei!